Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten kleinen Squad Building Challenge Video. Wir sind heute am Start mit dem 6. Part dieser kleinen Serie hier auf dem Kanal und heute geht es selbstverständlich um die Sache, die wir hier rechts auf der Seite schon sehen, und zwar um den Movember. Die Schnauzbartzeit hat begonnen. Moustache November ist am Start und wir sehen Spencer, einen relativ bekannten YouTuber, einen sehr coolen YouTuber, West Ham-Fan. Übrigens, guckt euch alle, wenn ihr es noch nicht getan habt, den True Jordy Podcast mit ihm zusammen an. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und es gibt eine Squad-Building-Challenge, wie wir hier unten schon sehen können, für Ricardo Rodriguez als Leihobjekt. Leider Gottes, wäre cooler, wenn man ihn ganz bekommen würde. Für 30 Partien. Und die Challenge ist mal wieder ziemlich einfach und ich werde euch heute zeigen, wie ihr sie erfüllen könnt. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG, wenn ihr Coins braucht, 6% Rabatt mit Cobax Gaming TV. Merchandise auschecken, werdet Teil der MGT Army und verlinkt mich, wenn ihr es gekauft habt, auf Bildern, auf Instagram, auf Twitter und so weiter und so fort. Und dafür könnt ihr natürlich gerne meine Social Medias abchecken, auf Facebook, in der Videobeschreibung ebenfalls. Verlinkt, wenn ihr irgendwas von Amazon braucht, könnt ihr auch da gerne vorbeigucken. Und wir sehen hier schon das Movember-Team mit Zlatan und so weiter und so fort. Allerdings geht es für uns heute um Ricardo Rodriguez, den Wolfsburger Linksverteidiger. Die Challenge ist relativ easy. 4 Schweizer Spieler, genau 4 Schweizer Spieler. 6 Spieler aus der Bundesliga, mindeste Teambewertung 77, mindeste Teamchemie 95 und Anzahl der Spieler im Team 11. Im Endeffekt das einzig Schwierige sei die 77er Teambewertung, die ich aber exakt geknackt habe. Es ist nicht wirklich schwierig ansonsten. Ihr packt einfach ein paar Bundesliga-Schweizer rein. Normalerweise solltet ihr die haben, wenn ihr nicht gerade die Pack-Spieler, die ihr gepackt habt, alle verkauft. Natürlich ist schon Giroud beispielsweise momentan teurer, aber ich glaube auch ein Schwegler, also ein Trimmitsch, die sind alle nicht so extrem teuer. Also 1000 Münzen oder sowas, das geht halt echt dafür, dass man für 30 Spiele ein Leihobjekt bekommt, das noch relativ in Ordnung aussieht. Dazu einfach irgendein random Stürmer, also das sind hier jetzt 5 Spieler auf der linken Seite. Santos hat noch die Chemie über Giroud, und dann passt das quasi schon. Dann packt da noch irgendeinen rein, den ihr irgendwie in eine andere Liga verlinken könnt. Oder irgendeine Nation, beispielsweise hier mit den Argentiniern, wo ich dann den Kollegen Romagnoli habe. Wie heißt der Kollege? Belushi oder sowas? Ja, Belushi. Und dann einfach noch ein paar Argentinier rein und gut ist die Geschichte. Ja, ich könnte jetzt hier sogar irgendeinen anderen Argentinier reinnehmen, wenn ich einen haben würde, was ich leider Gottes nicht tue. Das würde immer noch funktionieren. Also im Endeffekt wirklich wieder keine schwere Challenge, relativ günstig zu erfüllen und dafür bekommt ihr halt eine ziemlich, ziemlich coole Karte. Wir sehen es hier schon, 84er Rating, 80 Defending, 80 Physis, 81 Passen, leider nicht mehr so schnell wie früher, aber wir senden das einfach mal ab und dann bekommen wir Ricardo Rodriguez Challenge abgeschlossen und wir bekommen Ricardo Rodriguez als Leihspieler, als Movember-Karte, als braune Karte für 30 Spiele. Das ist ziemlich, ziemlich cool und dementsprechend fügen wir den zu Verein hinzu und haben damit mal wieder eine Squad-Building-Challenge abgeschlossen. Momentan gibt es leider nicht so coole. Ich werde die, glaube ich, gerade noch mal ganz kurz eine Gold-Challenge abschließen, aber weil ich Bock drauf habe. Ist leider Gottes wirklich momentan so, dass man sagen muss, EA scheint nicht sonderlich kreativ zu sein zurzeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Schreibt es mir in die Kommentare, ist euch auch schon aufgefallen, weil mich nervt das irgendwie ein bisschen, dass man momentan irgendwie ja relativ wenig Challenges hat. Also ich meine, gut, es gibt jetzt die Overmars-Challenge und so, aber sind wir mal ganz ehrlich, die ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, ho. Vor allem, weil halt beispielsweise, man hat keine Spieler von Herakles, glaube ich ist es, und von Willem II. Nee, Go Ahead Eagles und Willem II. Und die Spieler kosten einfach alle 10.000 Münzen und das ist halt in meinen Augen ziemlich, ziemlich schwachsinnig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, deswegen kann man ja momentan kaum was anderes machen, als halt diese Billig-Challenges hier, die keine wirkliche, nicht mal im Ansatz eine Herausforderung darstellen, weil man einfach irgendwelche Randoms da reinnehmen kann, mit irgendwelchen random Nationalitäten, wie beispielsweise hier Sigurdsson von Fulham. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir vervollständigen das mal ganz kurz hier, ich möchte mir noch ein Pack öffnen in dieser Episode, ja. Denn ich habe herausgefunden, wie es funktioniert, dass man in diesen Videos tatsächlich keine Lags mehr hat. Zumindest hoffe ich das. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt funktioniert, aber ich bin der starke Überzeugung. Ich bin übrigens noch ein bisschen heiser. Das hören die ein oder anderen von euch vielleicht. Liegt daran, dass ich ja beim Derby war und da eine sehr schöne Zeit hatte. Und ja, im Endeffekt bereut man das immer ein bisschen, vor allem, wenn man am nächsten Tag ein Referat halten muss. Das war jetzt für mich nicht so ideal, aber ich kann auf jeden Fall damit leben. Hier noch Sevi packen wir nochmal rein. Anjor können wir im Notfall auf den rechten Flügel packen, wenn wir da nichts Vernünftiges haben. Haben wir nicht, dann nehmen wir den Anjor einfach mal. Und ja, was geht so bei euch? Erzählt mal, schreibt mal in die Kommentare, was läuft momentan so in eurem Leben ab? Habt ihr Spaß? Habt ihr eine gute Zeit? Habt ihr irgendwelche Probleme? Habt ihr irgendwelche Sorgen? Habt ihr irgendwelche Videos, die ihr speziell sehen wollt? Wie findet ihr die Idee des Kriegercasts, wenn ihr das mitbekommen habt? Ich bin gespannt auf eure Anregungen, auf eure Wünsche, auf eure Ideen, auf eure Meinungen.
und vor allem darauf, dass wir jetzt hier nur noch zwei Spieler einfügen müssen und dann hoffentlich gleich eine dicke Sternstuppe sehen bei dem Pack. Ich habe in den letzten Tagen oder letzten Wochen eigentlich diese Challenges nicht mehr gemacht und hatte auch vor allem, das ist das Allerwichtigste, nie mehr Glück dabei. Von daher hoffe ich, dass vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen was bei rumkommen wird. Ich bin gespannt. Und dann sind wir damit fertig. Packen den noch dahin. Und zack, haben wir unser Goldset am Start. Und vielleicht bekommen wir dadurch jetzt zur Feier des Tages nochmal ein einigermaßen schönes Pack. Bin gespannt. Und damit verabschiede ich mich schon mal von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Die Sternschnuppe ist klein, aber es ist ein seltener Spieler. Es ist ein deutscher Stürmer. Es ist Kevin Volland. Damit kann man auch leben, oder nicht? Gut. Auch wieder gut für eine Squad-Battle-Challenge, oder nicht? Ich finde schon. Muss ich jetzt aber... Na, toll. Das ist wieder das Problem. Kann ich den anderen... Ist auch nicht tauschbar. Dieses Balkarico ist wahrscheinlich genau das gleiche, wa? Ja. Genial. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, passt auf euch auf. Und ciao.